So, herzlich willkommen zum 100 Abonnenten Special von Let's Multiplay. Ohne euch alle wäre das natürlich nicht möglich gewesen, also erst einmal herzlichen Dank an alle Abonnenten und auch die neu dazugekommenen, auch an die ein herzliches Willkommen. Das 100 Abonnenten Special habt ihr natürlich nicht verpasst, wir haben es gestern aufgenommen und ja, heute ist es online. Herzlichen Dank, wie gesagt, auch erstmal an die Helfer auch nochmal. Da wären zum einen, jetzt muss ich mal meinen kleinen Zettel rausholen, der Showtech, Hidan, Carter, John, Joja, Madlex nicht zu vergessen, Linkai, Smirnoff. Also gibt es einige, wenn ich jemanden vergessen habe, sorry dafür vorab. Und auch ein ganz großes Dankeschön persönlich von mir, auch an meine Freundin, ohne die das alles ja gar nicht möglich wäre, denn ihr müsst ja, man muss ja auch mal bedenken, so eine Aufnahme kostet natürlich auch mal ein bisschen Zeit und ja, die Zeit hat sie mir gegeben oder gibt sie mir und vielen lieben Dank dafür und ja, was soll man sagen, wer liebt, der lebt oder so und deswegen Leute, habt Spaß im Spiel, aber denkt auch immer an die Liebe, lasst sie nicht zu kurz kommen und in diesem Sinne vielen Dank. Achso, und noch eine kleine Sache zum Abschluss, es gibt jetzt ein Gewinnspiel. Und zwar haben wir uns überlegt, schreibt in die Kommentare rein, was wir beim 200 Abonnenten-Special machen sollen. Also, ob wir irgendwas Lustiges drehen sollen, ob wir irgendwas Ernstes drehen sollen, ob wir weinend auf dem Server sitzen sollen. Schreibt es in die Kommentare rein. Und derjenige, der die beste Idee hat, die wir auswählen, der darf sich etwas aussuchen. Und zwar entweder den Landwirtschaftssimulator 2015 als Download-Version, komplett legal, den entweder, oder wenn ihr den Landwirtschaftssimulator 2015 schon habt, dann könnt ihr bei uns das erste DLC gewinnen, also den ersten Download-Content, den schenken wir euch dann, wenn ihr es schon habt. So, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem 100 Abonnenten-Special. Wie gesagt, postet die Kommentare, was wir beim 250er-Special, beim 200er-Special machen sollen. Einfach unten in die Kommentare rein. Und der Gewinner erhält den LS15 oder das erste DLC. Viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, liked es, kommentiert, abonniert, macht alles. Viel Spaß. Okay, der Showtech ist dabei. Hey, hey. Der Hidan ist dabei. Hallo. Und Madlex ist auch dabei. Sehr das schön. Das war das Abonnenten-Special, er hat sich gemeldet. Genau. Nein. Nee, genau, also wir haben wirklich, also beziehungsweise Showtech hat heute den ganzen Tag über sehr, sehr viel Arbeit in dieses Projekt schon mal reingesteckt. Dadurch, dass wir auch eine gewisse Anzahl von Abonnenten haben. Das hat übrigens hier, die Bäume wurden von Showtech aufgebaut. Auch nochmal dafür herzlichen Dank. Zu danken. Ja, du hast ja wirklich, du hast ja viel Arbeit und Herzblut reingeschickt. Das ist nichts. Danken ist den 100 Abonnenten. Genau, den danken wir es auch, stimmt. Jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich die richtige Position habe. Also man muss extrem hochfliegen, um die Zahl oder um das zu erkennen. Aber, na, die ersten Bäume verschwinden schon. So, da steht's. 100 Abo. Mehr ging leider nicht drauf auf das Feld, beziehungsweise sonst hätte man es nicht mehr aus der Luft nicht mehr sehen können. Aber vielen herzlichen Dank für die 100 Abos und es geht natürlich in dem Video auch gleich weiter. Und zwar haben wir was mit den Anhängern hier vorne vor. Und was wir damit vorhaben, da springen wir dann jetzt gleich rein. Ja, ich stehe links von dir. Fahr weiter. Den schiebst du schön mit. Aber es könnte sein, dass er einfach nicht so gewesen ist, ja. Wo bist du, Flo? Reicht das jetzt? Ja, jetzt schon noch. Oha. Aber zieht sie zusammen. Das sieht aus wie bei Snake. Ja. Wollen wir den Baum nicht einfach wegsägen? Ja. So, wenn es aussieht wie bei Snake und ich fahre gegen eine Wand, weiß schon, was los ist. Protek. Hier, meine Freundin meinte gerade, es ist die Love Parade der Landwirtschaft. Nein, rückwärts fahren. Du kannst mit den Arsch, wenn du stehst, mit dem Arsch gut den Kipper noch drehen. Herr Showtech, du weißt schon, dass du uns hier repräsentieren sollst. So, also, ist angekoppelt. Sehr ja, dann gut. Drück mal durch. Nee, mit dem kannst du eh fahren. Oh. Und wohin? Einmal um die Karte. Das ist aber auch schwierig. Doch, er kommt eh schon da rechts. Da kommt er, ja. Fahr geradeaus durch. Die Hundebäume. Geradeaus? Nee. Da hoch fahre ich nicht. Ich fahr zur BGA.
Ja, du kannst jetzt geradeaus durchfahren, wo du jetzt gerade zu mir kommst. War da nicht ein Berg hoch? Nein, der Sennebahn. Da bleibt überall hängen. Da kommt er. Da kommen die Abonnenten 1 bis 100. Sehr schön. Ah, da rutschen sie. Ja, stimmt, ein bisschen rutschen sie. Oha, ja. Aber sie rutschen alle gleichmäßig. Ja. Wie das ausschaut, wie so Schlange. Ein bisschen schon, ja. Das ist Snake 3. Landwirtschaftssimulator Snake. Oh, das wird hinten aber immer größer. Ja. Oha. Die wollen hoch zum Hof. Die kommen auch gleich. Ich glaube, jetzt gleich bleibt am Baum bestimmt hängen. Und der letzte kommt, der schlingt sich dann komplett in den Baum rum. Oh. Oh. Geht schon los. Oh. Schade. Aber es haben alle geschafft. Ja. Der letzte dabei ist im Schlitz und nur noch hinterher. Ja, der wäre auch gern gelb. Aber bei 100 Stück, wenn du Schwarz-Rot-Gold machst, dann bleibt halt einer über. Hat das mal so einen Trecker hinten dran hängen konnte, so einen großen. Stell dir mal der letzte, das war so ein Trecker, der dann näher geschleudert wird. Das wär's noch, ja. Wo fährt denn der ganz hin? BGA hat er gesagt. BGA von, dachte ich. Ja, aber da hinten ist wieder ein Crash hier, ein riesengroßer. Wo? Hier vorne. Ist der schneller als der selbe Trecker, den ich fahre? Jetzt reicht's mir. Oh. Die sind da lief, glaube ich, irgendwas falsch da hinten. Mal gucken, ob es klappt. Ja. Ist das möglich? Fahr. Ja, ich habe gerade einen Lack da, also mit ARZ. Ja. Jetzt hast du es fast geschafft. Ich habe nur Angst um die Gelben, die gleich gegen die Laterne donnern bestimmt. Macht Sachen. Du musst mir schon sagen, wenn du plötzlich abbiegst. Ja, das ist dann auch unser Outro, ne? Ja. Dann, wie gesagt, vielen Dank an 100 Abonnenten und mehr. Mittlerweile sind es ja auch schon mehr als 100. Danke an die, an sämtliche Helfer, allen voran heute Matlex, der wirklich Hänger ohne Ende gekoppelt hat. Und das auch besser hinkriegt als wir alle zusammen. Showtech für die Organisation des Ganzen, also für den Aufbau, für den Kauf. Und Hida natürlich auch für weise Worte, für immer lustige Sprüche. Natürlich auch dem Rest heute nicht da sein kann. Und man muss natürlich auch sagen, was man nie vergessen darf, es gibt ja immer Menschen, die hinter den ganzen Videos stehen, die das alles mit ertragen müssen, was ich so mache oder was wir so machen. Dazu zählt dann zum Beispiel auch meine Freundin, die mir den sämtlichen Freiraum lässt, um auch die Videos zu machen für euch. Ja, auch da Liebe kann nicht größer und schöner sein. Das sage ich zumindest immer, wenn ich an sie denke. Also von daher auch dafür ein großes Danke. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es, kommentiert es. Achso, wir können natürlich auch nochmal Werbung machen für unsere Gruppe, ne, Showtech? Ja, das Lohnunternehmen. Genau, Agrarflex. Wie findet man uns? Auf der Homepage gcg-mg.com. Ja, und dann kann man sich noch irgendwo bewerben, ne? Genau, und dann join us oder registrieren oder Bewerbung schreiben. Ja. Oder unter der Multiplayerbörse.com, glaube ich, ist es. Ja, ist es die MP Online oder Multiplayer Börse? Multiplayer, MP Börse ist es. Okay, MP Börse. Genau, da dann einfach auch nochmal vielleicht nochmal, könnt ihr auch eine Bewerbung abgeben, Agrarflex. Wir können da die Links unten mit reinschreiben in der Beschreibung. Genau, die packen wir in die Beschreibung mit rein. Super, sehr schön. Ja, was wir bei 1000 Abonnenten machen, wissen wir noch nicht so genau. Aber da wird uns auch was Nettes einfallen. Also anscheinend mit deinem Traktor mit 6000 PS? Ja. Du meinst bei 200 Abonnenten. Stimmt, 200 Abonnenten wäre erstmal die nächste Zahl, die wir erreichen. Ja, die Abonnenten können ja mal Vorschläge bringen, was wir machen könnten. Ja, stimmt. Also genau, wenn ihr Vorschläge habt,
dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und ich würde vorschlagen, dass der Abonnent, der den besten Vorschlag macht, dass wir dem entweder den Landwirtschaftssimulator 2015 schenken, falls er ihn noch nicht hat. Oder das erste DLC. Kim Youngflo, Ganzkörper rasieren, Vorschlag Nummer 1. Danke, Hidan. Immer wieder gern. Genau, oder den ersten DLC. Genau, das ist eine gute Idee, Madlex. Ja, das ist eine gute ich habe immer gute Ideen. Richtig. Ja, willst du meistens keiner hören. Doch, wir hören die gerne. Stimmt, also, liebe Zuschauer, passt auf, genau. Wenn ihr der Vorschlag mit dem Kommentar, den wir dann machen, der kriegt entweder den LS15, wenn er ihn noch nicht hat, oder er kriegt den ersten DLC von uns. So. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, Jungs. Ciao.